Es ist genau eins zu weit unten. Und vielleicht sehen wir die Wand hier, ne? Ja, und von hier weg die 5. Ah, ist auch doof. Dann haben wir oben so viel Platz. Na, aber deine Doppelwand ist auch doof. Hier ist ja gar keine Wand. Was dann? Noch ist keine. Und kleine Zettel. Also normal große. Groß sind die 4x5 und die verbesserte ist 5x6. Ja, die Wand müssen wir sowieso mal durchziehen. Wisst ihr was, dann reißen wir die andere mal ab. Die hier. Wie haben wir denn? Aber einfache Zellen dort, ne? 5x4 sind die. Ich glaube, wir müssen wieder mal eine Razzia machen. Einzelzelle bringen wir da rein. Auch ein wenig blöd. Schwierig, schwierig, schwierig. Halten wir einen Eingang her. Ja, wird aber reichen, oder? Bringen wir hier auch noch mal eine Partie Zelten hin. Haben zwar die Wände ein bisschen umsonst angebaut, ne? Aber wir können nicht so einen riesen Todestrakt machen. Ja, wisst ihr was? Todestrakt machen wir nur hier rüben. So, 3, 4, 5, 6, ne? Habe ich da einen Tunnel gehört? Oder war das ein Baumfall? Ich weiß es gar nicht. Ja doch, das wären auch noch mal ein paar T-Zellen. Wieder ein Zweier-Set. Fünf mal sechs, ne?
zu viel weggeklickt. Also ein Riesenzelt, das ist mir auch zu blöd. So, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 3, ne? Einmal falsch, also einmal anpassen. Ja, der gefällt mir aber eigentlich nicht so schlecht. Ich überlege nur gerade, ob wir das mit den Gängen ändern. Also den hier lassen. Aber da das ja hier sowieso so komische sind. Was brauchen wir da? 7 nach 7. So, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, bekommen wir hier aber auch keinen Doppelgang hin, ne? Doch so. Wieder mal reine Überlegung, ne? Aber da oben immer noch das Problem, kann es aber auch egal sein, glaube ich. Machen wir einfach einen Dreiergang hier. Was soll der Geiz? Auto speichern, hoppsa. Naja, alles müssen wir nicht abreißen, ne? So. Das hier ist eher ein Personal-Only-Bereich, oder? Aber den doppelte Personaltür, ja. Zwischendurch mal wieder ein wenig Geld zurückzahlen. Sehr schön, Nummer 16.000, das heißt die nächste Rückzahlung. Und wir sind das los, ne, den Kredit. Finde ich gut, dann müssen wir hier nochmal Geld bekommen. Okay, dann ziehen wir mal eben die Wände, die Außenwände. Vom Todestrakt. Der kann da hinten schön die Verbindung haben, das ist ganz cool. Bekommt zwei große Gefängnistüren hier. Dass es gerade so blöd ist. Und zwei hier. Oh, wieder mal wer gestorben. Können wir auch schon, ne? Ist auch nichts Neues. Und wir kommen zu 3 Stunden Streaming-Zeit, wie ich sehe. Sehr cool. Stream läuft im Großen und Ganzen noch. Ja, ja, läuft noch.
den Teil können wir immer noch ausbauen dann, ne? Und umbauen. Das ist aber eh Personal-Only-Gang gleich, ja. Dann können wir da die Tür generell abreißen. Okay, so, schnelles Bauen. Dann wartet mal eben Logistik. Da haben wir die zweite Stunde erreicht. Sehr schön. Ah, die dritte Stunde. Dann. Ja, eine Stunde machen wir noch, hätte ich gesagt. Eine Stunde streamen wir noch. Dann soll es das gewesen sein für heute. Ist eigentlich egal. Nicht überlappend gebaut, ne? Sagt ja nicht. So. Wir kommen noch ein paar Dingszellen dazu, wenn es ist. Einzelzellen, ne? So, den Todestrakt haben wir. Einlieferung. Nicht verfügbar noch. Okay. Einen Transfer, da bekommen wir 15.000, ne? Ist das ein eigener? Ja, ist ein eigener Teil. Aber was mich sehr freut, im Großen und Ganzen haben wir das hier sehr zufriedenstellend. Und die Leute sind in unserem Gefängnis zufrieden. Sie sind eingesperrt, aber sie sind zufrieden. Sehe ich als großen Gewinn. Okay, die brauchen eine eigene Kantine. Nee. Brauchen sie nicht. Es braucht nur, bis es fertig gebaut ist, wie es aussieht. Versorgung werden wir hier auch brauchen. Ist das einer der... Von wo aus werden die versorgt überhaupt? Okay, von dem Elektrizitätswerk. Ah, es hat eh fast keine Load, gut. Reißen wir hier ein paar Objekte ab. Haben wir genug Strom zur Verfügung hier, ne?
aus. Nicht verfügbar, geil. Ja, das heißt, wir haben 3, 6, 9 Todestagzellen, ne? Auch nicht schlecht. Wieder mal ein paar Leute abgestochen worden, wie sich's anhört. Fehlen hier noch Mindener. Okay. Lass mal einfach abgeschlossen, ne? Mich stört, dass wir da ein bisschen wenig Beleuchtung haben überall noch. Ein paar Lampen setzen. Wie machen wir das hier? Haben wir eine Doppelpersonaltür hin, ne? Ja. Machen wir da eine Doppelpersonaltür hin. Wir gehen jetzt wieder mal ein Problem, das ist ja nichts Neues. Hier halt einen Riesengang, ist auch egal. Ich überlege gerade, was wir hier noch reinbasteln können. Gibt es Todeszellen auch noch mal extra? Nö, sehe ich nichts noch. Leichenhalle wäre vielleicht mal was, ne? Könnte man hier hin basteln. Lass mal die auch mal ein wenig unterbringen. Leichenbahn brauchen wir da. Und eine Tür wäre gut. Nehmen wir eine doppelte, weil von denen haben wir noch so viele. Abreißen, da ist es eh alles Personalbereich. Dann werden wir die paar Wände hier auch noch loswerden.
Strom verbauen. Okay, okay. Irgendwie ist ja überall finster, ne? Ja, hier ist eine Lampe. Reißt man die ab, dann kommt man da auch rein. So. Aha. Hat jemand den Todestrakt kaputt gemacht? Wahrscheinlich, weil ich bei den Wänden gebastelt habe. Ne? Kann das passieren, glaube ich. Definitiv jetzt Todestrakt, okay. Ja. Hm. Ich meine, das ist jetzt eh noch immer alles Personalbereich, ne? Ein Zündel wurde wieder mal gefunden. Eigentlich mal nicht weiter basteln. Oh, den Tunnel werden wir wegwerden. Weg machen müssen. So. Aber wenn wir immer wieder nur einen Tunnel finden, ist es ganz okay. Ist noch nicht ganz klar, was diese Gefängnistüren-Dinger heißen. Heißt es, dass irgendwer wo rausläuft? Das Problem ist auch, dass die Munchkiller teilweise nicht mehr gerendert werden. Ne? Auch kein Vorteil. Hm. Ah, den Kredit zurückgezahlt, so soll es sein. Als nicht verfügbar. Ne? Was haben wir da eigentlich schon für eine Wertentwicklung? Wow. 360.000, ja. Ja. So, mehr Bewährungsdinger, ne? Und vielleicht ein paar. Ich will doch nicht sterben, will Gnaden ansuchen, so. Wie groß muss denn der sein? 5x5. Dann verzichte man vielleicht auf die Dinger hier. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Machen wir hier wieder den Doppelgang draus. Vorher machen können, aber gut, was soll's. Da haben wir auch eine Personaltür rein, weil von denen haben wir gleich noch welche, ne? Ja, mehr als genug. Okay. Ist ja
Immer noch Todestrakt. Gut, wie schauen wir hier jetzt mit der Einlieferung aus? Immer noch nicht verfügbar. Ja, rendert man die Manschkeller nicht mehr. Ne? Da weiß ich jetzt auch nicht, ob schuld ist, dass wir schon so viele Leute haben oder. Dass mein PC da vielleicht oder die Grafikkarte ein Problem hat. Ne, ist eigentlich nicht so tragisch ausgelastet, war, was weiß ich. Bewährungsräume 5x5 Innending, ne? Ein Bewährungsraum. Ah, das geht sich gerade nicht aus. Wir kommen hier wieder mal nirgends rein. Na. Sehr gut gemacht, kommen wir hier runter. Jetzt baue ich dann wirklich alles auf Betonböden um. Ups. Ach so. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Da wird man 3 Bewährungsräume reinbringen, ne? Ups, da hat er wieder mal gespeichert. So, Bewährungsräume. Jetzt sind wir mal die Wände. Also nicht, dass man da aktuell reingehen könnte, aber. Ist ja egal. Können wir nämlich weitaus mehr Bewährungsanhörungen machen. Ne? Dann Besuchertisch brauchen wir da, ne? Noch ein paar, sehr gut. Den wollte ich auch gar nicht als Bewährungsraum haben. Da werden wir mal zwischendurch einen Personalraum machen, denke ich, einen kleinen. Wenn sich der platzmäßig ausgeht, wenn ich ihn finde. Schlafsaal, Kantine, Hof, Dusche, Küche, Müllraumhaftung, Büro, Kranken, Leichenhalle,